Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Paranormalos, wie immer mit euren Lieblingsmoderatoren Anne und Flo. Moin Moin. Und wir haben mal wieder ein True-Crime-Thema für euch mitgebracht heute. Ja. Also, kleiner Disclaimer vorweg, es wird etwas blutig und ziemlich brutal. Bizarr, richtig. Also, falls ihr euch das nicht anhören wollt, dann skippt die Folge lieber. Und Florian, kannst du dich noch an den Pferdefleischskandal aus 2013 erinnern? Ja, den kann ich mich sehr gut erinnern. Damals war die Krux ja an der ganzen Sache, dass man ja nicht gewusst hat, dass einem Pferdefleisch untergejubelt wurde, bei Rindfleisch und anderen Geschichten. Ja. Und wir sind heute hier, um euch zu sagen, das geht noch eine Ecke her. Und zwar geht es heute nämlich um einen Fall aus Berlin. Und zwar um Karl Großmann. Richtig. Einer der heftigsten Serienkiller aus Deutschland. Genau. Und wir fangen direkt mal an und erzählen euch seine Geschichte. Karl Friedrich Wilhelm Großmann wurde am 13. Dezember 1863 in Neuruppin in Brandenburg geboren. Er ist also ein Schütze vom Sternzeichen her. Oha, das weiß ich nicht. Ja, doch. Oh, weiß ich doch, okay. Und wurde später bekannt als die Bestie vom Schlesischen Hof. Und zwar war Karl eins von 8 Kindern eines Lumpensammlers. Lumpensammler, das war damals ein Beruf von Leuten, die so alte Klamotten gesammelt haben oder Müll gesammelt haben oder halt wiederverwendbare Materialien und die weiterverkauft haben, um damit quasi dann Geld zu machen. Und mit 16 ist Karl dann nach Berlin gezogen, um seinem gewalttätigen Vater zu entkommen. Der wurde nämlich ziemlich krass verprügelt zu Hause. Und ist dann mit 16 ausgezogen und Karl war nicht so richtig beliebt, vor allem bei den Frauen nicht. So, auch sein Aussehen hat den Frauen nicht so zugesagt, er war ja ziemlich klein, hatte einen Schnurrbart, sehr drahtig und so und war jetzt auch nicht der sympathischste Zeitgenosse. Kerl. Ja, richtig. Und 1876 hat er dann eine Ausbildung zum Fleischer gemacht in einem kleinen Fleischerbetrieb und wurde 1879 auch schon wieder entlassen, weil er die Frau des seines Chefs sexuell belästigt hat. Hat sich wohl ihr ziemlich heftig angenähert und ist dann auch direkt rausgeflogen. Sein Bruder hat später ausgesagt, dass Karl schon verdächtig blutrünstige Äußerungen während seiner Fleischerausbildung gemacht hat. Also ich frage mich so ein bisschen, was das gewesen sein soll. Das habe ich bei der Recherche aber auch gefragt. So. Ja, aber so ein bisschen sehr geschwärmt hat von der Arbeit als Fleischer. Ja. So. Auch morgen endlich wieder Tiere zerlegen. Man hat keine genauen Quotes oder irgendwelche Zitate gefunden von ihm leider, aber genau. Er soll wohl ziemlich schockiert gewesen sein darüber, wie Karl von seiner Arbeit als Fleischer gesprochen hat. Genau, und zwischen 1980 und 1995 lebte er in Berlin. Zwischen 1880 und 1895. Was habe ich denn gesagt? 1900. Ach so, 1880 und 1895 lebte er in Berlin und hat dann unterschiedliche Jobs gemacht. Er hat teilweise auf Farmen gearbeitet, aber immer wieder auch als Fleischer in kleineren Fleischerbetrieben. Und ist aber auch durch Süddeutschland gereist und hat so verschiedene Jobs gemacht in der Zeit. Hat auch zeitgleich als Bettler gearbeitet oder hat Geld verdient so. Und war halt auch als Kleinkrimineller tätig, wenn man das so sagen kann. Ja. Also hat halt umgestreunert quasi so ein bisschen. Genau, ja, richtig. Also ist bei Leuten eingebrochen, hat sie beklaut oder hat Körperverletzung begangen und so. Und ist deswegen auch immer mal wieder ins Gefängnis gekommen, wurde öfter mal verhaftet. Und darunter waren halt auch viele Sexualdelikte und er ist unter anderem 15 Jahre lang in ein Zuchthaus gekommen, weil er 2 Kinder vergewaltigt hat. Eine 10-Jährige und eine 4-Jährige und die 4-Jährige ist an den Folgen des Ganzen dann auch leider verstorben und dafür kam er dann 15 Jahre, 15 Jahre. Das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Allein als der nächste Satz anfing mit nach seiner Gefängnisstrafe nachdem er wieder freikam, nach seiner Zeit im Zuchthaus oder so, da habe ich auch so gedacht, der kam überhaupt wieder raus. Ja. Er hat eine 4-Jährige vergewaltigt. Ja. Also, und so sehr, getötet dass sie sozusagen. Gestorben ist. Ja. Also, boah, da habe ich auch gedacht, das ist krass. Auf jeden Fall kam er dann wieder raus und ist 1913 dann wieder nach Berlin-Friedrichshain gezogen. Und was ich ganz witzig fand, zu der Zeit gab es einen Schwarzmarkt für Fleischwaren. So, da hat er wohl auch irgendwie unter der Hand so Fleisch verkauft, weil halt so die Essensrationen damals ziemlich gering waren. Mhm. Da gab es wohl eine ziemlich große Nachfrage für einen Schwarzmarkt für Fleischverkauf. Ja. Das war ich ein bisschen lustig irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist er nach Berlin-Friedrichshain gezogen, in die Lange Straße 88. Ja. Also falls da jemand wohnt. Liebe Grüße. Moin, moin. Ist er in eine sehr kleine Einzimmerwohnung gezogen und hat dann halt gewohnt. Und dadurch, dass er so viele verschiedene Jobs gemacht hat und so, war er finanziell relativ gut aufgestellt. Auch wenn es nicht danach klingt, weil er halt gebettelt hat und kriminelle Sachen gemacht hat, aber halt für die Verhältnisse der Zeit. Und gerade auf Friedrichshain war damals wohl eine sehr, sehr
arme Gegend, sehr verrucht und er wurde auch öfter mal Chicago Berlins genannt. Ich glaube, Chicago war ja eine ziemliche Mafia-Stadt, so, also auch sehr kriminell und so. Und ich glaube, das liegt einfach da. Ich weiß nicht so viel über Chicago und den Ruf, aber das habe ich damit so assoziiert, dass es halt viel Mafia und viel Kriminalität in Chicago gab. Und daher hat Friedrichshain dann den Spitznamen bekommen. Vielleicht auch aufgrund des Schwarzmarkts. Organisiertes Verbrechen. Ah ja, okay. Ja, vielleicht deswegen, ja. Naja, auf jeden Fall hat sich Karl, weil er damals finanziell halt relativ gut aufgestellt war, dadurch, dass er so viele Nebenjobs gemacht hat und so. Nebenjobs, aber ich meine, war halt kriminell, hat gebettelt und so weiter. Aber war halt finanziell relativ gut aufgestellt für die Zeit und für die Gegend, in der er gewohnt hat. Und da hat er sich dann halt öfter mal Prostituierte mit nach Hause genommen. Das ist seinen Nachbarn auch aufgefallen, dass da viele Mädels ein- und ausgegangen sind bei ihm und kam halt auch nicht so gut an. Also er war jetzt auch nicht so sonderlich beliebt in seiner Nachbarschaft, war halt wohl auch, kann ich mir vorstellen, ein ziemlicher Weirdo auch einfach so, ne? Also wie immer in unseren Fällen so. Naja, auf jeden Fall war in der gleichen Gegend, wo Karl gewohnt hat, wurden zwischen 1918 und 1921 wurden mehrere Frauenleichen gefunden. Insgesamt 23 zerstückelte Frauenleichen in den umliegenden Kanälen. Also einmal der Engelkanal und Luisenstädter Kanal, falls euch das was sagt. Genau, aber es wurden auch deutlich mehr Frauen als vermisst gemeldet, so zu der Zeit. Und es war halt genau da, wo Karl auch gewohnt hat. Und neben Prostituierten hat sich Karl halt auch öfter mal alleinreisende Frauen mit nach Hause genommen. Halt alle, die so ein bisschen auf Hilfe angewiesen waren, ne? Genau, ja, genau. Also Frauen, die alleine irgendwie nach Berlin gekommen sind, ein bisschen Hoffnung hatten, dass sie da vielleicht einen Job kriegen könnten oder so. Und so hat er sie halt auch in Empfang genommen und gesagt, ja, pass mal auf, bei mir kannst du Platz zum Wohnen kriegen, ich gebe dir was zu essen und ich gebe dir einen Job. Er hat ihnen halt meistens einen Job als Hauswirtschafterin versprochen, also quasi als Hausmädchen so für ihn. Da hier kannst du gutes Geld verdienen. Genau, richtig, ja. Und das nimmt man dann natürlich dankend an. Richtig. So. Gerade in der Gegend auch. Und sind dann mit zu ihm nach Hause gekommen und da hat er sich natürlich dann sofort an diesen Mädels vergriffen. So. Und hat sich nicht nur sexuell an ihnen vergriffen, sondern hat sie in vielen Fällen halt auch dann getötet. Getötet und zerstückelt und in den umliegenden Kanälen dann quasi entsorgt. Genau. So. Und da sind sie dann halt gefunden worden. Was ich krass fand, er hat nicht alle Frauen getötet, sondern manche hat er auch gehen lassen, weil er wusste, dass sie niemals zur Polizei gehen würden. Weil es zu der Zeit nämlich so war, dass es für Frauen total verpönt war, solche Fälle zu melden. Weil man, wenn es dann heißt, ich bin eine alleinstehende Frau, das ist sowieso damals schon mal nicht okay gewesen. Und wenn es dann noch heißt, ich bin freiwillig mitgegangen in die Wohnung und ich habe mich der Lage quasi selber ausgesetzt, mehr oder weniger, wurden sie eh nicht ernst genommen. Ja. Und tatsächlich ist keiner dieser Frauen zur Polizei gegangen. Uff, okay, keine das Frau, ist krass. Die hat gehen lassen, ja. Ah ja, das ist schon heftig. Ja, das ist wirklich krass. Das muss ich auch sagen. Aber noch viel krasser finde ich halt, dass er ja sehr, sehr viele, also man weiß nicht genau, wie viele er getötet hat. Man hat halt diese 23 Leichen in den Kanälen gefunden, aber man geht halt von deutlich mehr Frauen aus, weil halt deutlich mehr Frauen verschwunden sind. Man geht von bis zu 100 aus. Ja. Aber was ich halt noch viel krasser fand, ist das mit dem, dass sie nicht zur Polizei gehen würden, ist, dass er ja Nachbarn hatte, die auch gehört haben, dass Schreie aus seiner Wohnung kommen und niemand was gemacht hat. Die Polizei wurde nicht eingeschaltet, weil Gewalt gegen Frauen damals so allgegenwärtig und normal war, dass die Nachbarn das gar nicht hinterfragt haben. Ja. Da wird halt jemand verprügelt. So. Ja, genau. Das interessiert uns ja nicht. So, ich schlag meine Frau auch. Passt schon. Das finde ich halt wirklich heftig. Das ist echt heftig. Wenn man das so überlegt, also, was für eine andere Zeit. Und das ist gerade mal 100 Jahre her. Ja, also genau. Wirklich extrem. Und seine Nachbarn haben auch über merkwürdige Gerüche aus der Wohnung berichtet. So. Also das war halt diese Kombi aus, man hört Schreie und es riecht irgendwie komisch. Und der hat den Nachbarn das aber immer so verkauft, dass er vergammeltes Hühnchen in der Wohnung hat. Oder halt verdorbenes Hühnchen. Ständig, so. Ist halt auch völlig normal. Halt immer, ja klar, hat man immer so. Also riecht schon wieder, naja, mein Gott. Das habe ich mir auch gefragt. Ich meine, das machst du einmal. Ja, so, ja, das genau. Ist einmal eine Ausrede vielleicht. Und dann? Ja, ja. So? Aber ich meine, das war auch, glaube ich, Jeffrey Dahmer, der auch immer wieder als Ausrede benutzt hat, dass sein Kühlschrank kaputt war und dass einfach Fleisch verdirbt bei ihm. Aber das kannst du doch auch nicht ständig machen. Das riecht halt immer so nach Verwesung aus seiner Wohnung. Das ist ein Hühnchen schon wieder. Ja, wirklich? Also, weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, ich bin jetzt nicht so bewandert, aber 1880 gab es da schon Kühlschränke. Oh, das weiß ich gar nicht. Es gab ja so Eisschränke, oder? Es gab doch immer den Eismann, der gekommen ist. Und dann hast du doch immer so Eis gekriegt für deine Eisschränke. Ja, auch. Also, ja. Ich weiß nicht, ob in so einer armen Gegend wie Friedrichshain oder so. Kam da der Eismann? Weiß ich nicht genau. Keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall war das halt seine Ausrede. Muss ja scheinbar geklappt haben, weil es hat halt keiner wirklich hinterfragt. So, ne? Ja. Aufgefallen ist halt auch nur, dass öftermals mehr Mädels reingegangen sind in die Wohnung, als wieder rauskamen. Aber hat scheinbar auch keinen so wirklich interessiert. Ich meine, gut, sowas fällt natürlich auch schwer auf. Irgendwie, ne? Ja, natürlich. So, also ich weiß auch nicht, wie viele Leute bei meinen Nachbarn ein- und ausgehen. Ja, ja. So, ne? Aber es wird ja schon irgendwann mal... Ja, gut. Also scheinbar ist es ja auffällig geworden. Gut, irgendwann, so im Nachhinein, ja, gut, ja, ne? Ja, gut, stimmt. Naja, was ich auch noch krass fand, war, dass er immer selbst bei der Polizei berichtet hat, dass seine Hausmädchen abgedampft sind, dass sie verschwunden sind. Die sind immer angeblich, haben sie ihn irgendwie beklaut. Ja, genau, richtig. Und sind dann verschwunden und so. Und, also ich finde es halt krass, dass er selber Kontakt aufgenommen hat zur Polizei. Mhm. Aber wahrscheinlich ja so in der Hoffnung, dass er sich dann nicht so, also dass es nicht so die werden halt würde. Nicht, die würden halt nicht bei demjenigen suchen, der zu ihnen gekommen ist und gesagt hat, meine Hausdienerin oder Hauswirtschafterin oder wie auch immer, ist gegangen. Ja. Oder hat mich beklaut. Ja. Ich bin ganz schockiert. Ich habe die für so nett gehalten. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt ist die Bitch mit meinem Schmuck weg. Ja, also irgendwie wahrscheinlich so Damage Control, ne? Erstmal so vorsorgen schon mal, dass man da nicht rauskommt, so, ne? Weil man war ja ehrlich, man hat ja erzählt, was passiert ist. Naja, auf jeden Fall kam die Polizei ihn irgendwann mal besuchen, weil sie auch irgendwie die Schnauze voll von ihm hatten, weil er ständig da halt aufgetaucht ist, weil ja ständig irgendwie Leute verschwunden sind, so. Und sind tatsächlich in seiner Wohnung gewesen und haben die Handtasche von einem seiner Hausmädchen bei dem Namen Frieda Schumann gefunden. Und da sagte aber Karl dann, ja, die hat die in der Eile vergessen. So, die ist abgehauen und hat die völlig vergessen. So hat die hier gelassen. Und das hat die Polizei geschluckt. So gar nicht weiter. Aber ich frage mich dann immer, in solchen Wohnungen, wo sowas passiert. Ich arbeite ja viel mit Kunstblut und so. Und ich weiß teilweise, dass ich das ja schon nicht wegkriege. Und wenn du dann wirklich Leute in deiner Wohnung, das war eine Einzimmerwohnung. So, also wie, das muss doch, also... Weißt du? Und wenn du auch noch Leichenteile zu Hause hast und so, das muss doch auffallen. Also, ich meine, wie gehst du da vor? Ja, das ist eine gute Frage. Wie groß waren die Einzimmerwohnungen? Ja, das weiß ich nicht. Aber die wird ja jetzt keine... Keine 100 Quadratmeter. Ich glaube nicht. Nee, stimmt. Ja, klar. So, schwierige auch Jeffrey Dahmer hat zum Beispiel, glaube ich, bei seiner Großmutter gewohnt oder so, im Keller. Und der hat ja auch seine Leichen da unten zerstückelt und keine Ahnung. Scheinbar irgendwie verbraucht das einfach nicht so viel Platz, wie wir uns das so vorstellen. Ich weiß nicht, wie ich das einfach zu krass vorstelle oder ob die so penibel dann sind, dass sie wirklich alles wegmachen können. Dass man das auch nicht riecht. Also, scheinbar riecht es mal. Ja, ich wollte gerade sagen. Scheinbar, also, ja, das Blut, ich weiß halt ja auch nicht, wie gründlich damals so eine Polizei gesucht hat, ne? Ja, gut, weißt du, wenn du da jetzt so einen Teppich hinlegst, irgendwie, ob die da jetzt unter den Teppich gucken, wenn sie dich besuchen kommen. Ja. Und weil du jetzt gerade die letzten Blutflecken noch nicht weggekriegt hast. Ja. Vor allem stelle ich mir auch so, ja, wenn es dann auch, es klingt total blöd, aber auch von der Zeit her, man merkt ja, Frauen haben da jetzt nicht so den größten Wert gehabt damals, ne? Ja, genau. Dass man vielleicht auch denkt, naja, so, und gerade wenn es um Sexworker geht und sowas. Ja, genau. Vielleicht ist es dann, dass sie auch nicht so wirklich... da wirklich hinterfragen, so, ne? Also es ist schon krass auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall sind sie wieder abgedampft und genau, ihre Handtasche ist dann scheinbar bei ihm geblieben und das erste Mal, wo es wirklich aufgefallen ist oder wo die Nachbarn sich wirklich Sorgen gemacht haben, war am 21.08.21, also 1921, weil die Schreie diesmal so brutal waren und man muss sich mal reinziehen, wie krass es dann gewesen sein muss, wenn sie bei den anderen, also die sind ja auch zerschüttelt worden und alles so, ne? Und vergewaltigt worden, was weiß ich. Da kann man sich ja schon vorstellen, wie da die Geräuschkulisse gewesen sein muss. Ja. Und das muss noch krasser gewesen sein. Und dann wurde die Polizei erst eingeschaltet. Ja. Also vielleicht, ich weiß ja auch nicht, wurden sie immer posthum zerstückelt? Ja, ich meine schon, ja. Okay. Also ich glaube, er hat sie halt vergewaltigt und dann getötet. Weil bei der Marie Nietzsche, die ja dann das große schreiende Opfer war zum Schluss, Die war ja wohl noch am Leben, als die Polizei dann eintraf. Nee, sie war schon tot. Guck mal, ich habe gelesen, dass die Polizisten reinkamen und dass Karl Großmann über ihr stand, nackt und blutbesudelt. Mhm. Und gerade dabei war, ihr das Bein abzuschneiden. Genau, ich meine, da war sie schon tot. Also es hieß immer, sie haben die Leiche gefunden, wie er gerade dabei war, die Leiche zu zerstückeln. Ich habe so gelesen, dass sie da noch am Leben war, aber dass sie währenddessen sie ihn verhaftet haben und ihn von diesem Suizid abgehalten haben und so, dass sie dabei verstorben ist in der Zeitspanne. Nee, das habe ich anders gelesen. Ich habe immer nur gelesen, dass sie die Leiche gefunden haben, also ganz frisch halt, ne, wo er
auch gerade dabei war, sie zu zerstückeln. Jetzt haben wir auch schon gespoilert. Nein, aber auf jeden Fall, genau, die Polizei wurde eingeschaltet und wie Flo schon erzählt hat, sind sie dann rein und haben ihn halt auf frischer Tat ertappt, so, genau. Während er gerade dabei war, ihr das Bein abzuschneiden, entweder posthum oder als er noch gelebt hat. Und genau, und er hat dann versucht... Naja, posthum, achso, ich wollte gerade sagen, posthum geht da nicht, sie hat ja geschrien. Aber das hat sie ja nur vorher gemacht. Wahrscheinlich. genau, und er hat dann halt versucht, als sie ihn verhaftet haben, noch schnell Suizid zu begehen. Ich habe leider nicht gefunden, wie, was er tun wollte, ob er sich die Kehle durchschneiden wollte oder was er vorhatte. Würde ja passen, wenn er gerade das Bein abschneidet, da hat er ja schon Schneidewerkzeug in der Hand. Wahrscheinlich, ja. Aber sie haben es doch geschafft, ihn davon abzuhalten. Mhm. Und genau, und... Man fand halt neben der frischen Leiche von Marie Nietzsche, fand man halt noch verkohlte Frauenhände im Backofen. Ja, das, ja. Also, das ist ja auch mal so eine, was ich mich immer frage, warum, ist das so eine Art Trophäe? Manchmal ist es das ja. Also sagt man halt, ne, dass sie manchmal sowas wie, keine Ahnung, Augen oder Hände oder den Kopf oder so sogar mitnehmen als Trophäe. So irgendwo vergraben und die wieder ausgraben, um sich das halt anzugucken. So, ne? Ja, weil in unserer schon etwas vorhergegangenen Kannibalenfolge hatten wir das ja auch, wo die Leute die Köpfe aufbewahrt haben. Ja, genau, ja. So, und also, das ist so eine Art Trophäe, ist ja jetzt nicht, ich. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja jetzt nicht so der schönste Wohnungsschmuck zu Hause. Nicht wirklich. Nee, aber da hat man halt verkohlte Hände im Backofen gefunden. Ich weiß nicht, was er damit vorhatte, mit den Händen. Aber naja, auf jeden Fall auch ganz viele Frauenkleider und man wusste dann halt, das ist der Mann, der für diese ganzen Frauenleichen in den Kanälen verantwortlich ist. Ja. Und er gestand dann auch 3 Morde. Man geht von diesen 23 aus, weil wie gesagt, die Polizei hat damals vermutet, dass es über 100 Frauen waren, die er auf dem Gewissen hatte, weil sie alle in dieser Gegend verschwunden sind. Und zurück zu dem, um den Kreis zu schließen, zum Pferdefleisch-Skandal. Der gute Mann war ja Fleischer und hatte ja eine ganze Zeit lang als Fleischer auch gearbeitet und hatte selbst einen Wurstwarenstand am Schlesischen Bahnhof, der heute Ostbahnhof heißt. Bei dem er Wurstwaren und Dosenfleisch verkaufte. Und da ging natürlich das Gerücht durch die Gegend, dass er wahrscheinlich seine Leichenteile auch in seine Wurstwaren verarbeitet hat. Und dass sehr, sehr viele nichtsahnende Berliner sich da gegönnt haben. Das konnte aber nicht bewiesen werden. Also es ist nur ein Gerücht, es konnte nicht nachgewiesen werden, weil es gab ja damals auch nicht so DNA-Gedöns und sowas. Das konnte man ja gar nicht nachweisen, so, ne? Aber ganz ehrlich, das liegt doch nah. Also, oder? Also ich finde auch, wenn, also das ist ja einfach die perfekte Methode, um deine Leichen loszuwerden. Also, jetzt mal so betrachtet, weißt du? Weil, ich habe eine Leiche, ich habe einen Fleischwolf, ich habe 2 Burger-Patties. Geil. So, ja, richtig. Und wenn du die loswerden willst, aber ich weiß noch nicht, warum er dann trotzdem Leichenteile in den Kanälen verschachert hat. Weil, also wenn ich schon... die Möglichkeit habe, alles verschwinden zu lassen, quasi, indem ich einfach Leute das essen lasse. Wieso zu viel wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, zu viel. Guck mal, wie lange hat der Kannibale von Rothenburg noch an seiner Leiche da rumgeknuspert? Das weiß ich gar nicht mehr, was wir da gesagt haben in der Folge. Oder vielleicht waren das ja auch Leichenteile, die man nicht so gut verwerten kann. Vielleicht wusste er auch schon, Arsch schmeckt jetzt nicht so geil. Oder, ja, okay. Oder Beine, ich kenne mich da nicht aus. Aber wenn man das mixt mit dem anderen Fleisch... Das ist gepanscht. Ja, okay. Aber ja, also weiß ich nicht, habe ich mich. Oder vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, dass man vielleicht doch gefunden werden will. Also ich glaube, das so der Kick auch, vielleicht, meinst ja, du? Ja, es gibt ja auch viel, das sagen viele Kriminalpsychologen, dass es doch irgendwie immer so, manchmal so Hints gibt, wo die Leute dann doch gefunden werden. Oder die haben so einen Wunsch, doch gefunden zu werden. Ich glaube auch. Ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass es, das hört man ja auch immer mal wieder, dass Serienkiller sich immer weiter raustrauen mit der Zeit oder brutaler werden, aber auch fahrlässiger. Dass er dann einfach sich gedacht hat, ach, das schmeiße ich jetzt hier hin. Vielleicht auch, das sieht schon keiner. Ja, ja. Oder vielleicht. Eben genau der andere Grund. Ja. Man weiß es nicht. Nee, aber man weiß auch nicht, ob es so gewesen ist, dass er sie in die... Ich glaube da dran. Ich glaube da auch dran, definitiv. Ja. Das glaube ich definitiv. Ich hoffe auch, dass man das irgendwie noch nachweisen kann. Irgendwann mal vielleicht irgendwie aus... Keine Ahnung, manchmal kann man so Sachen ja... später lösen oder so. Ja. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Ja, irgendwie ja. Doch. Ganz ehrlich, ne, wenn du die Möglichkeit hast, ist es auch naheliegend. Ja, eben. So. Naja, auf jeden Fall wurde er festgenommen und vor dem Verfahren, also vom Ende der Hauptverhandlung, hat er sich dann in seiner Zelle erhängt. Ja. Scheiß Coward, ey. Ja, ohne so. Scheiß. Also Feigling, wie er war. Ja, hat sich in seinem Bettzeug erhängt, ey. Also, ja, leider. Schade, ja. Ja, ist easy way out. So, ja, ne? Wirklich. Also, ja, auch so gebt Gefangenen keine Bettlaken.
Auch so dieses, dass sie ihn verhaften und er dann versucht, sich umzubringen vorher, bevor sie ihn mitnehmen können. Ne? Also wirklich, was soll das? Naja, auf jeden Fall gilt er als Serienkiller mit den vermutlich meisten Opfern in Deutschland. Ja. So, aber man weiß es halt nicht. Karl so, Großmann. Karl Großmann, ja. Und ich, das ist halt immer so, ich musste bei der Recherche auch immer so an Lamas mit Hüten denken. Gerade halt mit den Händen auch, ne? Das ist halt, also, das ist so makaber, aber es war immer so, ich hatte immer dieses, Karl, das tötet Menschen. Geil. Und dann habe ich das mit den Händen gelesen und ich dachte, oh nein. Wir wollen uns wirklich nicht über den Fall lustig machen, aber es war halt aber, ein bisschen makaber. Ja, also. Richtig. Naja, auf jeden Fall vermutet man, dass dieser Fall von Karl Großmann einen Song inspiriert hat, und zwar von der Hip-Hop-Gruppe KIZ aus dem Album Hahnenkampf. Und der Song heißt Neuruppin, und da Karl ja in Neuruppin geboren wurde und es dort auch um einen Serienkiller geht, stellt man die Vermutung auf, dass es halt davon inspiriert ist. Jo. Die Gruppe selbst sagt, sie haben erst hinterher irgendwie die Parallelen, denen sind die Parallelen erst hinterher aufgefallen. Man weiß es mag nicht, sein. Das ist die offizielle Erklärung, aber ich kann ja mal so ein paar Zitate aus dem Song vorlesen. Und zwar gibt es eine Strophe, die geht los mit: Im Sumpf, Herz ist Trumpf, ich hab keins, zeig mir deins. Es schmeckt gut, ich beiße hinein und spüre den Adrenalinschub, was da sehr nach Kannibalismus klingt. Ich teste dich, Opfer, im Keller zerstückelt, dein Körper verpacke die Teile in Säcke. Das ist auch wieder, ne, zerstückelt und so, hat Karl ja auch gemacht. Klar. Verfluchtes Haus in Neuruppin, die Leichen vergammeln daneben im See. Da ist ein Haus in Neuruppin, das Haus ist ziemlich alt. Da fahre ich jeden Sonntag raus und mache eine Alte kalt. So, also ich meine, er hat es ja nicht in Neuruppin gemacht. So. Der Song ist ziemlich gut. Also ja, falls das ihr den muss nicht kennt, sagen, könnt ihr ja euch den sehr, sehr gut anhören. Aber ja, also das hat ja so ein Parallel zu der Geschichte bei Kannibalismus und so und Leiche zerstückeln und so weiter. Aber offiziell ist die Erklärung, dass es nichts mit Karl zu tun hat. Ja, aber ziemlich heftig auf jeden Fall. Also ja, so dieser Gedanke, also du kaufst einfach eine Pastete. Du hast Hunger, du gehst zum Markt, du kaufst eine Pastete. Lecker, lecker. Lecker, und auf einmal ist da Nachbar Willi drin. So. Ja, aber überleg mal, cool. Also stell mal vor, du hast jetzt wirklich hier so, hier verschwinden Leute in der Gegend. Ja. So, und wir sind hier am Hafen, sehr schön hier hafenfest. Werde ich und einfach so zum Veganer. Und gönnen da uns irgendwie, keine Ahnung, eine Bratwurst oder so. Und dann heißt das hinterher, ja, da sind die Nachbarn drin. Ja. Also so, mutmaßlicherweise. Mutmaßlicherweise, aber hey. Ja. Das daran wirst du dich auf jeden Fall dein Leben lang erinnern. Ja, das ist wie mit diesem Pferdefleischskandal damals. Da kann man sich ja auch noch dran okay, erinnern. Okay, habe ich fast wieder vergessen. Finde ich schon eine Ecke härter so. Ja, definitiv krass. Ja, das ist wirklich krass. Also, aber gut. Ja. Es gibt auch krasse Dudes aus Deutschland. Ja, das gibt's wirklich. Es gibt ja auch einen krassen Dude aus Amerika. Es gibt einen ähnlichen Fall aus den USA. Und da hat der Typ auch wirklich zugegeben, dass er die Leute verarbeitet hat, so zu essen und so. Der gute Mann heißt Joe Metheny und wurde 1953 in Baltimore in Maryland geboren. In Baltimore, Maryland? In Baltimore, Maryland. Und hat schon sehr früh angefangen zu lügen und so nicht die Wahrheit zu erzählen von seinen Eltern und so weiter. Hat immer behauptet, er hätte eine schlimme Kindheit gehabt und wäre in armen Verhältnissen groß geworden und in sehr schwierigen Verhältnissen. Und seine Eltern haben immer gesagt, das stimmt nicht so, ne? Und hat sich sehr früh abgezeichnet, dass er ein sehr unangenehmer Typ ist und war Ex-Marine und wurde sehr, sehr früh schwer drogenabhängig und war auch sehr früh obdachlos und war aber in dieser obdachlosen Community, wo er gewohnt hat, ziemlich bekannt, trotz dass er so ein unangenehmer Kerl war. Hat eine Zeit lang als Fernfahrer gearbeitet und auf seinen Touren als Fernfahrer hat er eine Sexarbeiterin getroffen, die dann später seine Frau wurde. Die beiden bekamen auch ein Kind und sind zusammen in einen Trailerpark gezogen. Und er wurde dann von seiner Frau nach ein paar Monaten verlassen. Sie hat das Kind mitgenommen, er kam nach Hause, Trailer war leer, Frau war weg, Kind war weg, so. Mhm. Und das hat ihn natürlich ziemlich in Rage versetzt und er wollte unbedingt wissen, wo seine Frau ist. Nicht, weil er seine Frau unbedingt zurückhaben will oder sich Sorgen gemacht hat oder so. Nein, er wollte seine Frau umbringen. Mhm. Als Rache dafür, dass sie ihn sitzen gelassen ja, hat. Ja, okay. Und so hat er sich dann auf den Weg gemacht und in seiner Community so ein bisschen rumgefragt, ob jemand weiß, wo sie denn ist und ob sie was gesagt hat und so weiter. Und er hat dann erfahren, dass sie abgehauen ist, um weiter als Sexarbeiterin zu arbeiten. Und das Kind wurde ihr weggenommen, weil wegen Vernachlässigung halt. Oh, krass. Okay. Also das ist dann irgendwie so zu Child Protective Services gekommen. Und sie hat dann weiter, ist dann weiter alleine durch die Gegend gezogen.
Und er konnte aber nicht rausfinden, wo sie steckt. Also keiner konnte ihm sagen, wo sie abgeblieben ist und wo er sie finden würde. Und er hat dann irgendwie unter einer Brücke mit drei Männern gesprochen, drei obdachlosen Männern, und wollte halt aus denen unbedingt rauskriegen, wo er seine Frau denn findet. Ja. Und er hat halt nicht die Antworten bekommen, die er gerne haben wollte. Und hat sich dann, eine Axt genommen und die drei weggewaggt quasi. Kurzerhand. Okay. Weil er einfach nicht die Antworten bekommen hat, die er haben wollte. Wurde er so, hat er so rumgeraged, dass er zack. Der muss wütend gewesen sein, wenn er mit einer Axt. Mit einer Axt drei Leute auf einen Schlag. Drei Leute. Ich meine, man muss dazu sagen, der war auch ein sehr stämmiger Mann. So, der war fast 2 Meter groß, hat fast 200 Kilo gewogen. So. Und wenn so jemand mit einer Axt. Ja, aber wenn Wirbelsturm kommt und zwei Männer wegfliegen, dann fange ich doch an wegzulaufen. Ja, aber also gut, man weiß ja auch nicht, ob die irgendwie unter Drogen standen. Ja gut, ja, stimmt. Waren, ja, ja, gut, stimmt. So mitbekommen haben, aber auf jeden Fall Achim. Hat er die drei halt zerhackstückelt an Ort und Stelle so, ne? Ja. Und als er gerade bei war und sie auseinandergenommen hat, kam halt ein Passant an und hat gesehen, dass da was los war und wollte gucken, was da passiert ist. Und den hat er dann halt direkt mit weggewaggt. Ja, okay, das ist krass. Also heftig. Ja, also mal eben so viele richtig Leute. Richtig blind vor Wut sozusagen. Wirklich, ja. Haben wir eben so 4 Leute mitgenommen, ne? Mit einer Axt. Mit einer Axt. Also. Halt auch noch. Also das ist halt schon, das muss man erstmal können auch. Naja, er hat alle 4 zerstückelt und hat sie dann in Gebüschen und in den naheliegenden Fluss geworfen. Und ist auch relativ zeitnah darauf geschnappt worden, wegen diesem Mord an den 3 Obdachlosen. Was mit dem 4. Mann ist, keine Ahnung, ob man den ignoriert hat, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist er für diesen Mord an den Obdachlosen verurteilt worden. Saß auch 1,5 Jahre in Haft und nach 1,5 Jahren ist ihm dann aufgefallen, dass die Beweise nicht reichen und er ist freigelassen worden. Dauert manchmal ein bisschen länger in Amerika, ja, scheinbar. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, nach seiner Freilassung, man denkt dann ja so, ja, okay, er bereut es vielleicht oder ne, ist ihm nicht war unangenehm im Gefängnis und er hat so ein bisschen drüber nachgedacht über seine Tat und so. Hat er auch, aber er ist zu dem Schluss gekommen, dass ihm das ziemlich gut gefallen hat. Und das ist ziemlich geil mit dem Morden und wollte weitermachen. Okay. Und hat dann nach seiner Freilassung angefangen, Sexarbeiterinnen zu sich zu holen, indem er ihnen Drogen versprochen hat, also quasi so ein Austausch Sex gegen Drogen. Ja. Hat die Frauen zu sich mit nach Hause genommen, hat dann wahrscheinlich mit ihnen geschlafen und sie danach dann stranguliert und zerstückelt. Okay. Und diese zerstückelten Frauen hat er dann in Tupperware gepackt und eingefroren. Ja, und irgendwann kam er dann auf die Idee, um Geld dazu zu verdienen, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, einen Sandwichladen aufzumachen. Und wo die Reise hingeht, könnt ihr euch ja jetzt denken. Oh Gott. Und zwar kam er irgendwann auf die Idee, dieses Fleisch, was er zu Hause hatte, mit dem Fleisch für die Sandwiches, also sprich Rindfleisch, Schweinefleisch, zu mixen und zu Sandwich-Patties, Sandwich-Fleisch zu verarbeiten. Hat auch, bevor er das Ganze verkauft hat, seine Ware selbst probiert und war total begeistert. Er fand, das hat viel besser geschmeckt als vorher. Man merkt auch den Unterschied überhaupt nicht. Total geil, hat er so verkauft. Ja. Und die Sandwiches kamen auch richtig gut an. Der hat super viel Geld damit verdient, weil ihm der Laden eingerannt wurde. Überleg mal, in der letzten Folge haben wir darüber geredet, wo würde man sich wünschen, wo man so bestattet wird? Ja. Im Baum, in der See? Wir beide so als Burger. Als Cheeseburger irgendwo auf der Welt. Oh Gott. Oh ja, wirklich. Ja, auf jeden Fall hat er diese Sandwiches verkauft und hat sich da auch, also eiskalt, ne? Ja. Und er hat das auch gestanden. Also er wurde dann geschnappt, indem eine dieser Frauen, die er mit zu sich nach Hause genommen hat, die ist abgehauen. Ja. Ist über den Zaun geklettert und ist wie im Hillbilly-Horrorfilm zur nächsten Straße, hat einen Trucker abgepasst, Blut verschmiert und ist dann mit ihm zur nächsten Tankstelle gefahren. Die haben die Polizei gerufen. Okay. Und in der Zwischenzeit hat sich Joe schon gedacht, ja, alles klar, die kommen mir gleich an, ich werde gleich mitgenommen. So, der hat sich auch nicht gewehrt, der hat auch direkt alles gestanden und halt auch diese Sache mit den Sandwiches. Hat er eiskalt erzählt, war auch noch stolz auf sich, dass er das so, dass er auf die Idee kam, so, ne? Seine Leichen ist ja ein ganz kluger. Ganz kluger, wirklich, ganz smarter Typ, Und, also, das Einzige, was er gesagt hat, was er bereut an der ganzen Geschichte, ist, dass er es nicht geschafft hat, die beiden Menschen zu töten, die er eigentlich töten wollte. Und zwar seine Ex-Frau und ihren neuen Freund. Das ist das Einzige, was er an der ganzen Nummer bereut, ne? Alles andere. Er meinte auch noch, es gibt so ein Zitat von ihm, wo er auch sagte, ja, wenn man das nächste Mal so auf dem Highway ist, auf dem Weg zur Arbeit und sich ein Sandwich gönnt in der Mittagspause, so, dann denkt mal an mich und meine Geschichte. Über ach du Scheiße. Zweimal, ob ihr euch ein Sandwich kaufen wollt. Ja, okay. So. Oh, heftig. Ja. Arschloch, Alter. Mega, also was für ein Mindfuck auch einfach. Ja, wirklich. Ne?
Aber, also aber der war ja auf eine ganz, der war ja dann wirklich auf eine ganz andere Art und Weise krank. Also auf diese, auf dieses, ja, auf diese kalte Art und Weise sozusagen. Genau wissend, was er da tut und nicht die Welt dafür verantwortlich machen, was ihm widerfahren ist oder keine Ahnung was. Ja, und halt dieses Freche, ne? Dieses genau. I did something there, so, ne? Ja, ja, genau. Und ja, und also ich finde es auch, also ja, das ist für mich eine andere Sache, ob jemand wirklich so krank ist und gar nicht mehr mitkriegt, was er tut. Mhm. Oder ob er das wirklich so richtig kalt bewusst einfach macht. Ja, genau. Und auch noch dieses, denk mal an mich bei deinem nächsten Sandwich. Ja, ja, genau. Also es ist natürlich DNA-technisch nicht nachgewiesen worden, ob das wirklich so ist. Kann auch sein, dass er Quatsch erzählt und einfach nur ein bisschen Mindfuck betreiben wollte. So, ne? Ja. Das weiß man nicht, aber ich kann mir irgendwie, weil er ja, also so wie es klang, so ein unangenehmer Typ war einfach und irgendwie wirklich eiskalt, kann ich mir irgendwie schon vorstellen, dass das gestimmt hat. Ja. So, dass er wirklich keinen Fick gegeben hat und sich gesagt hat, nee, komm, das verarbeite ich in meinem Sandwich. Dann, das hat ja, also... Ja, diese totale Empathielosigkeit halt irgendwie über allen oder allem. Das scheint ja gut angekommen zu sein. So ja, ja, genau. Crappy Patty. Und er denkt wahrscheinlich, ich lasse ihn mal glauben, ne, dass ich das gemacht habe. Oder die denken dann, dass das vielleicht auch nicht wahr ist und dann war es aber wahr und oh. Ja. Also wie du schon sagst, so ein richtiger Mindfuck-Typ eigentlich. Ja, total, ja. So, man kann sich einfach null sicher sein, was ist jetzt passiert? Habe ich jetzt Oma Walpurga gegessen? Ja. Oder nicht, so ungefähr, ne? Ja. Naja, und er ist auch zum Tode verurteilt worden. Also er hat die Todesstrafe bekommen. Das wurde in den 2000ern aber abgeändert. Da hat er zweimal lebenslänglich gekriegt. Okay. Ist dann aber mit 64 in seiner Zelle tot aufgefunden worden. Ob er jetzt von einem Mithäftling getötet wurde, ob er einen Herzinfarkt hatte oder so, das habe ich nicht herausgefunden. Okay. Siehst du, er wurde halt in seiner Zelle tot aufgefunden. Ich glaube, da hat man jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so groß nachgehakt, was da passiert ist. Nee, kann ich glaube, manchmal ist das, wäre das so ein... Ist halt so, ne? Ja, ja. So bei so einem Typen ist, glaube ich, auch nicht so... Ist halt auch kein großer Verlust, ne? Nee, nicht so. Wirklich, nee. Also da sind jetzt die wenigsten, die da sitzen und sagen werden, ach, schade. Ja, so. Also echt krass so. Aber das ist halt auch mit dem Karl, ne? Der, na gut, hat er sich selbst umgebracht, aber trotzdem. Also die, denn einfach auch diese Strafe einfach nicht... Also ich finde, der hätte verrotten müssen, bis er 110 ist oder so. Ja, ja, genau. Aber nein, der kriegt dann irgendwie mit 64 einen Herzinfarkt und ist da fein raus aus der Nummer. Ja. Oh, das finde ich furchtbar. Das ist so ungerecht irgendwie. Das ist halt, ja, das ist halt wirklich ungerecht. Ja. Aber es gibt halt leider solche Leute überall auf der Welt, ne? Jetzt hat man einen aus Deutschland, einen aus den USA. Ich habe noch einen Fall gefunden in Russland. Mhm. Und zwar von der sogenannten kleinsüßen Kannibalen-Omi. Aber so klein und süß war die eigentlich gar nicht. Die ist tatsächlich, die hat so eine Kurzhaarfrisur. Mhm. Und haben das nicht viele Omis? Ja, aber die ist, du kannst sie mal googeln. Die heißt Sophia mit Y geschrieben. Mhm. Sophia und dann ein russischer Name. Mikhailovna. Ja. Ich sage einfach mal Sophia M. aus Chabarovsk im Osten Russlands. Mhm. Und die hat so eine ganz kurze Frisur, was sie schon sehr streng aussehen lässt. Und dazu hat die wohl eine sehr maskuline oder sehr tiefe Stimme, was ihr gesamtes Erscheinungsbild sehr maskulin an. Also nicht kleine Kuscheloma. Genau, genau, genau. Und ich habe jetzt von drei Opfern gehört, die sie zur Leberpastete verarbeitet hat. Und das hat sie tatsächlich auch wirklich gemacht. Und zwar. Einmal das erste Opfer ist ein Mieter in dem Haus, in dem sie gewohnt hat. Das kann im Jahr 2005 gewesen sein, das kann auch davor gewesen sein. Mhm. Die Überreste dieses Mannes, Vasili, völlig unaussprechbar. also Vasilis Überreste tauchten überall in Müllcontainern in der ganzen Stadt auf, also überall verteilt. Mhm. Und die waren wohl, also die Polizei, die Ermittler waren wohl bei der Oma, wie heißt sie noch? Sophia. Und haben sie auch befragt. Und irgendwie scheint sie sich da schon so ein bisschen verdächtig gemacht zu haben, wohl durch irgendwas, weil sie da schon ein bisschen unter Beobachtung wohl stand. Mhm. Im selben Jahr, wenn es 2005 gewesen sein sollte, ist im selben Jahr, im 14. Dezember, ist ein 8-jähriges Mädchen verschwunden. Mhm. Das ist sehr bizarr, weil sie hat sie halt verschwinden lassen. Und der Grund, weswegen sie das kleine Mädchen umgebracht hat, war, weil sie es nicht mochte. Sie wollte mit dem kleinen Kind irgendwie sprechen, irgendwie oder schimpfen oder was weiß ich, tadeln, keine Ahnung. Und das kleine Kind hat, wie kleine Kinder eben so sind, ein Eis nach ihr geworfen. Und das gerechtfertigt. Gerechtfertigt. Und das hat gereicht, dass Sophia ausgetickt ist und sie hat
verschwinden lassen. Ja, und sie schlussendlich, da gab es dann noch eine kleine Geschichte zu, dass die Mutter von dem 8-jährigen Mädchen, das während der Ermittlungen, nachdem Sophia festgenommen wurde, ganz lange nicht wahrhaben wollte. Dass die immer noch geglaubt hat, ihre kleine Tochter ist da irgendwo. Mhm. Und erst als sie Überreste, so Leichenteile im Kühlschrank von der Sophia gefunden haben, da hat die Mutter so ein bisschen eingesehen, weil sie auch gesagt haben, die Leichenteile passen zu einer 8-Jährigen oder könnte sein. Da hat die Mutter dann gesagt, okay, ich muss mich dem wohl beugen sozusagen. Oh, ich kann aber verstehen, dass man das nicht wahrhaben will, auch mit den Umständen so, ne? Ja. Dass da so eine alte Frau deine Tochter irgendwie zerstückelt hat. Und, richtig. Oh, nee, schrecklich, dass man das gar nicht fassen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Oh, schrecklich. Und dann, das ist schon ein paar Jahre später gewesen, also wie gesagt, das war das zweite Opfer. Mhm. Das dritte Opfer war dann eine Bekannte von der Mörderin, mit dem Namen Nina Babenko. Die war 83 zu dem Zeitpunkt, als sie umgebracht wurde, und war zur Untermiete bei Sophia eingezogen. Mhm. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, warum Sophia plötzlich so einen Hass auf sie entwickelt hat und sie umgebracht hat. Handtücher nicht richtig gefaltet. Oder? Ja. Das ist wieder genauso guter Grund, wie bei den Mädchen. Das Treppenhaus nicht gekehrt. Ja. auf jeden Fall. Auch da waren die Ermittler ihr wieder, oder was heißt wieder, wurde sie wieder tatverdächtigt und dann wohl auch schwerer. Ich glaube, die hat sich wahrscheinlich irgendwie auffällig benommen bei der Befragung. Oder vielleicht sind die ins Haus gekommen, haben irgendwie mehr Mordwerkzeuge gefunden oder sowas. Ja. Und dann haben sie halt das Haus auf den Kopf gestellt, haben halt die Leichenteile gefunden, abgepackt halt auch in Tupperdosen und so weiter und so fort. Mhm. Aber sie hat sie eben auch zur Leberpastete verarbeitet. Oh, Alter, die, die Opfer sozusagen. Mhm. Und diese Leberpastete oder diese ganzen Fleischerei-Leckerchen sozusagen, die sie so zubereitet hat, die hat sie an die Kinder oder auch an die erwachsenen Nachbarn in der Nachbarschaft halt so verschenkt. Also ganz nett so, ne? Ja. Da war dann auch eine Anwohnerin, Nachbarin, wie auch immer. Und die werde ich jetzt mal kurz zitieren. Die hat nämlich dazu gesagt: Wir fanden es immer etwas seltsam, dass sich die Frau die Zeit genommen hat, Essen zu kochen und zu verschenken, obwohl sie ansonsten total unfreundlich und mürrisch war. Die hatten quasi Beef. Pardon. die Gerichte, die sie verteilte, waren immer aus Fleisch. Manchmal hat sie diese auch Erwachsenen gegeben. Mein Mann sagte immer, lass uns nichts davon essen. Man weiß nie, was da drin ist. Jetzt sieht es so aus, als ob er recht gehabt hat. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Nehmt nichts von euren Nachbarn an, falls ihr nicht gut mit denen gestellt seid. Also, ne? Solange es aus Fleisch ist. Ey, ohne Scheiß. Aber auch sonst kann ja auch vergiftet sein. Also, könnte ja auch sonst ein Kuchen sein oder sowas. Ja, das stimmt. Wenn du so eine Nachbarin hast, dann wäre ich da auch vorsichtig. Also, wenn du vor 2 Wochen vergessen hast, das Treppenhaus zu putzen. Ich habe Plätzchen gebacken. Hau ab! Ich habe aber nichts dazu gefunden, wie die verurteilt wurde. Okay, also, schade, das hätte ich gerne gewusst. Ja, die Berichterstattung war von 2019. Okay. Deswegen nehme ich an, dass der Fall aus 2018, 19 irgendwie gewesen sein muss. Und ich habe aber nichts gefunden, weil immer dieser Nachname dazu geführt hat, dass ich irgendeine russische Adlige gefunden habe. Okay. Die ja nun ganz woanders irgendwie ihre Wurzeln hat. Und dann dachte ich, ja, okay, komm, so, ne? Mhm. Und ja, die hat auch noch Familie, Frau, die Oma da. Ja. Aber zu denen hat sie ja auch überhaupt keinen Kontakt, Gott sei Dank. Bei so einer sympathischen Frau. Oder? Ich verstehe das auch nicht. Nee, aber ich denke mir halt so, weil sie hat es ja wohl auch hauptsächlich Kindern gegeben, ihre Waren da. Die muss ja Kinder echt gehasst haben, ne? Also erstmal, dass sie die Kinder natürlich verarbeitet so, aber auch, dass sie das dann an die Kinder verfüttert quasi. Ja. Das ist halt schon. Ja, das ist. Du musst richtigen Hass auf Kinder gehabt haben. Ja, aber warum? Da ist dann auch wieder, warum so ungefähr, ja, ne? Also, man kennt das ja von Erwachsenen, sag ich schon. Von alten Leuten, wenn da der Partner stirbt. Weil das ist der Sophia passiert, 5 Monate bevor das kleine Mädchen verschwand, das Eis geworfen hatte, ist ihr Mann gestorben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das in ihr irgendwas getriggert hat. Dass sie daraufhin irgendwie zu so einer typischen grumpy old lady wurde. Vielleicht hat auch ihr Mann was getriggert und war die erste Pastete. Man weiß es nicht. So. Oder so. Das kann auch sein, ja. Und dann hat sie sich gedacht, oh, das gefällt mir. Ja. So wie bei den anderen Typen. Ja, richtig, genau. Ja, deswegen, man weiß halt auch nicht, ne, ob sie da jetzt genascht hat oder nicht. Sie wurde aber so als Kannibalen-Oma dann in den Schlagzeilen bekannt. Es gibt auch bessere Headlines. So, klar, natürlich. Ne? Aber mich würde halt interessieren, schade, dass du nicht gefunden hast, wie sie verurteilt wurde. Weil mich würde es halt interessieren, ob sie vielleicht auch, ob man weiß, ob sie vorher vielleicht auch schon mal gemordet hat oder ob es echt mit 80...
anfing. So, also, oder ob sie sich dann gedacht hat, na, ich bin jetzt so eine kleine Omi, mhm. Das wird schon keiner verdächtigen. So, ich, ne? Frage mich auch, der erste Fall war ja von 2005, mhm. vermutlich, dieser Vassili, mhm. und der letzte von 2013. Mhm. Ob in diesen 8 Jahren dazwischen noch weitere mhm. Leichen, Leute verschwunden sind. Ja. So, also ich habe jetzt wirklich nur diese 3 erstmal nur so gefunden. Ja, okay. Aber es kann ja sein, vielleicht waren da noch 20 andere Leute, die sie durch den Fleischwolf gejagt hat. Oh Gott, ja, es können ja auch so Obdachlose oder so sein. Das sind ja auch oft Leute, die nicht unbedingt vermisst werden. So genau. Wem, ne? Und wo die nicht reported werden dann einfach. Genau. Und das ist ja oft so, dass sie dann leider solchen Leuten zum Opfer fallen. Das kann bei ihr genauso sein. Aber es ist schon krass. Also so, wenn man sich diese alte Frau auch einfach... Ich meine, man kennt ja selber so grumpy alte Leute. Wo man ja, sagt, genau. Oh, das ist... Du weißt, an wen ich denke. Ja. Nee, aber wo man so denkt, oh ja, das würde ich dir auch zutrauen, ey. Wir hatten damals in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in unserer Straße, da waren mhm. wir, ach, am Anfang waren da noch ein paar Kinder sozusagen. Und da wohnt am Ende der Straße ein Typ und der ist vielleicht mal mit seinem Auto zu schnell die Straße hoch oder runter gefahren, keine Ahnung. Der war auf jeden Fall dann schnell bekannt als der Kinderhasser. Mhm. Auch so ein typischer Typ, der den Kindern nicht die Tür aufmacht, wo auch mhm. nichts im Garten... Also kein Ball reinfliegen sollte mhm. und so. Und, Peter Lustig, soll der nicht so Kinder gehasst haben? Weil ja, habe ich auch mal gehört. So. Ja. Oha, hat er einen Fleischwolf? Nee, aber das ist so, weißt du, damals denkt man so, das sind Menschen, die Kinder nicht mögen. Ja. Und ja. dann gibt es Leute, die wegen einem geworfenen Eis eine Sülze zubereiten. Ne? Also das ist, ey. Krass, heftige Weirdos da draußen unterwegs, kann man sagen. Ja, kriegt ja alles dann, hier bei uns zu hören. Vor allen Dingen 80, weißt du? Du denkst ja wirklich, irgendwie denkt man doch immer bei alten Leuten, hat man immer so eine Generalunschuldsvermutung, weil man denkt, ach, die sind so alt, die können halt nichts mehr, die sind so knuffig. Aber jetzt auch mal so mal ganz ehrlich, wie macht man das körperlich? Als 80-Jährige, ich bin 30, ne? und krieg schon Rückenschmerzen, wenn ich zu lange am Schreibtisch sitze. Und dann soll so eine Oma irgendwie so einen ganzen Menschen durch die Gegend tragen und zerhackstückeln und so. Ja, na gut, eine 8-Jährige ist dann noch nicht so schwer, ne? Nee, und die Bekannte hat ja schon zu Hause gewohnt. Ja, aber trotzdem, du musst sie ja auch irgendwie, also du musst ja auch mit einer Axt oder mit einer Säge oder einer Flex oder also, hat die da gearbeitet. Das ist halt körperlich auch anstrengend. Ja, das stimmt. Das ist ja, also was wiegt so ein Mensch? Vielleicht 80 Kilo oder so? Das musst du ja auch erstmal irgendwie... Und das als 80-Jährige. Und das als 80-Jährige. Ja, ja. 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 Also ich weiß nicht, ob man da plötzlich irgendwie Superkräfte entwickelt oder so, wenn man da im Blutrausch ist oder keine Ahnung. Naja, oder du zerhackstückelst sie wahrscheinlich dann einfach direkt vor Ort und Stelle. Du ziehst sie höchstens vielleicht noch auf eine Plastikplane so ungefähr und dann geht's los. Ja, aber das ist doch trotzdem anstrengend. Wenn ich an meine Oma denke, dass sie das machen soll, das ist... Nee, geht nicht lange gut. Weiß nicht, wenn das die Leidenschaft ist, für die du brennst. Ich weiß auch nicht. Gott, oh Gott, ey. Wäre vielleicht ganz gut, wenn sie wirklich noch gebrannt hätte, so als Strafe. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ganz schönes Menü hier, ne? Leberpastete, also, Wurst-Sandwiches, also... Es gibt auch noch einen weiteren Fall. Oho. Es gibt ganz viele davon. Es gibt ganz viele. Ja, das muss man wirklich sagen. Bei der Recherche ist mir einem wirklich aufgefallen, wie viele... Ja. Fleischpasteten-Weirdos. Also das wird nicht die letzte blutige Kannibalen-Schrägstrich wir verarbeiten Leute zu Waren Folge werden. Ich dachte ja, mal gucken, während der Recherche so, ne? Mhm. Gibt es vielleicht noch, also gibt es neben Leberpastete und fleischigen Leckerlis, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie irgendwelche Mörder ihre Opfer zubereitet haben oder in irgendeiner Art und Weise verarbeitet haben. Und ich glaube, es war in Montreal, da hat einer die Leichenteile seiner Opfer mit der Post verschickt. an irgendwelche Parteihäuser sozusagen. Oh Gott, ey. Also, schön so Weihnachtsgrüße. Oh Gott, mit der Post verschickt, ey. Ja. Ja, also, gut, ne? Also Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Nee, wirklich. Das ist the dream big, they say. Ja, absolut. Nee, aber in Kanada gab es noch in der Nähe von Vancouver einen Fall eines Schweinezüchters. Oh, das klingt schon so unangenehm. Ich will das alles schon gar nicht wissen. Das ist auch die Geschichte wirklich, als ob du denkst, Leatherface himself. Ja. So, also weißt du, so ein kleiner Junge, der auf einer Schweinefarm aufwächst und auch da immer bleibt. Und natürlich, was hat er für eine Mama? Oh, eine kaltherzige, so ungefähr. Ne? Wahrscheinlich auch so religiös und so, ne? Das weiß ich jetzt nicht, aber sie war so sozial sehr... Ja. Ja. So ungefähr, weil die ist tatsächlich mit Fahrerflucht /Mord davon gekommen. Okay. Denn das Hackfleischmonster, wie ich es gerade genannt habe, aus Kanada, heißt Robert Picton. Mhm.
Und der ist auf einer Schweinefarm groß geworden und hat, als er Fahranfänger war, einen kleinen Jungen überfahren, mhm, aus Versehen. Mhm. Und ich glaube, in diesem Schockzustand ist er wahrscheinlich dann nach Hause gefahren, es war nicht sehr weit, mhm, hat dort Bescheid gesagt, ich habe einen kleinen Jungen überfahren, Hilfe, Hilfe. Und dann ist die Mutter zurück, mhm, zu dem Jungen, der lag auch noch schwer verletzt auf der Straße, mhm, und hat aber noch gelebt und hat sie ihn in den Fluss gerollt und ihn da ihn ertrinken lassen sozusagen. Mhm. Und ja, ist halt auch so gesehen nie in dem Zeitraum sozusagen nie klar geworden. Das heißt, sie ist zu ihren Lebzeiten noch mit Mord davon gekommen. Mhm. So. Klasse Vorbild. Klasse Vorbild, ne? So macht man das halt. So, da darf nichts kommen. Die ist aber dann später an irgendeinem Krebs, mhm, gestorben. Der Vater war auch gestorben, mhm, mittlerweile. Und boah, das ist auch noch, das sind so, das ist so, er war halt, so Ed Gein-mäßig, ja, ja, also die Eltern sind tot, der wohnte allein auf der Farm. Ja, genau. Oh Gott. Mm. Ich wollte auch gerade sagen, der hat so ein richtiges Doppelleben geführt. Der war, mhm, tagsüber auf der Farm und, mhm, hat da seine Farmarbeit gemacht und so. Und nachts ist er immer halt auch in die Stadt gefahren und hat sich da Prostituierte geholt und mitgenommen. Also genau das Beuteschema, was wir heute ja schon hatten. Mhm. Ne? Die Hilfebedürftigen hat denen versprochen, hier kriegst du Sex, hier kriegst du Geld, Drogen, was auch immer du gerade haben, mhm, willst. Und so hat er sie sehr, sehr lange zu sich auf seine Farm eingeladen. Mhm. Er war auch tatsächlich später, auch wie Karl, ein bisschen wohlhabender, ein bisschen sehr viel wohlhabender, könnte man sagen. Denn er hat einen Teil seiner Farm gekauft in der Mitte der 90er und hat dafür, glaube ich, 2 Millionen kassiert. Okay. Also es ging ihm finanziell auch nicht schlecht. So, mhm, ne? Und, aber er war schon für die lokale Bevölkerung auch immer so ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, er hatte auch, war schon, ich glaube, mal verurteilt worden für wie heißt das? Ich gebe dir auf die Schnauze. Körperverletzung. Körperverletzung, genau. Danke. war schon für Körperverletzung drangekommen und so weiter und so fort. Und er hat wirklich 10 Jahre lang, also immer wieder Frauen mitgenommen, die vergewaltigt, zerstückelt, sein Schwein vorgeworfen, oder in einer Schweineverarbeitungsfirma gegeben, sozusagen. Oder also nicht gegeben, aber da verschwinden lassen, sozusagen. Mhm. Ich weiß auch nicht, inwieweit der Zutritt hatte, als selber Schweinezüchter, wenn er da seine Ware angeliefert hat, mhm, die toten Schweine, dann hat er ja wahrscheinlich gesagt, oh, kommt ein bisschen mit in den Fleischwolf, so ungefähr. Ja. Und er hatte sogar irgendwann eine Frau entführt, die es aber geschafft hatte, ihm zu entkommen. Mhm. So, er hat sie mit dem Messer angegriffen und quasi für jeden Stich, den er ihr versetzt hat, hat sie ihm auch einen versetzt, weil sie auch noch das geschafft hat, sich besser zu greifen. So nämlich. So, genau, ja, ne? Und die ist dann auch, genau wie in deinem Beispiel gerade eben, auch geflüchtet, hat auch irgendjemanden getroffen, der sie mitgenommen hat und so weiter und so fort. Ich finde das so gruselig, dass es so viele Parallelen gibt, ja, ne, in diesen ganzen Storys. Überleg, ne, mal, wenn dir das passiert, dann denkst du doch, das ist meine Story, so, mhm, ungefähr. Das passiert doch keinem sonst. Nee, so ungefähr, ne? Und das passiert dann ungefähr so vielen Leuten. Ja, Lisa 19 aus Australien, ist das auch passiert. Oh Gott, ey. Und man kennt es eigentlich ja aus Filmen. Das, ja, ist ja immer eben so ein Szenario, wo man so denkt, ja, so fängt ein Horrorfilm an. Ja. Ein verschmiertes Mädchen läuft auf die Straße, kommt nichts an, der Fahrer so überfährt sie fast. Ja, und dann ist es einfach im Real Life so, ja, ne? Richtig. Und dann nicht selten. Oh Gott. Ja, und die hat tatsächlich, ist zur Polizei, hat da ihre Aussage, mhm, gemacht und so, und die wurde auch nicht so richtig für voll genommen dort. Denn das muss man dazu sagen, in diesem ganzen Fall von diesem Robert Picton, mhm, hat die Polizei sich unfassbar dämlich angestellt. Oh, das ist so oft so. Die haben, also es gibt so eine Reportage darüber, mhm, die findet man auch auf YouTube, die heißt Amerikas Monster, irgendwie Robert Picton. Da wird auch gesagt, ja, die Polizei war überfordert. Die hatten zu wenig Leute, die wussten nicht, wie man ja mit solchen Fällen umgeht. Die hatten sowas halt in dem Ausmaße noch nie. Und vor Gericht hatte die Frau dann auch Angst auszusagen. Die ist also nie vor Gericht erschienen. Oh, scheiße. Und dadurch wurde er nicht verknackt, sozusagen so, und konnte halt auch weiter sein Ding machen, sag ich mal. Ne? Oh, diese Penner haben auch manchmal so ein Glück. Das, ne, ist das so, ne? Das ist so viel oder so oft in solchen True-Crime-Dingern, wo ich mir so denke, boah, die Polizei arbeitet nicht richtig oder, ja, ist halt immer so kurz davor, sie zu schnappen. Ja. Und dann, oder schnappt sie sogar und dann werden sie freigelassen aus irgendeinem Grund und, richtig, du denkst dir so, hey, du hast den Bad Guy. Ja, schon, genau. Warum? Und dann haben sie einfach so extrem Glück, ne? Ja. Das ist so krass. Ich habe bei der Recherche, habe ich so ein bisschen gedacht, der muss aber auch so ein bisschen so ein Charles Manson-Vibe, glaube ich, verspürt haben. Ich glaube, der war sehr charismatisch, mhm, weil der auch viele Freundinnen hatte. Okay. Also die er jetzt nicht gemeuchelt hat, sag ich, yeah, mal. Ne? Und der hatte unter anderem eine Freundin, die hat im Sommer
1999 bei ihm mehrere Monate auf der Farm gelebt. Und die war crackabhängig und die hatte da, was weiß ich, sich eingeschossen nachts ins Blut oder so, wie auch immer. Ist dann nachts aufgewacht und hat gesehen, im Schlachthaus, da ist ja noch Licht an. Was ist da denn los? So, dann ist sie da hingegangen. Oh Gott. Und dann hat sie die Tür aufgemacht zum Schlachthaus, dann hing da vor ihr wahrscheinlich auch, wie bei Leatherface ungefähr, an so einem Fleischerhaken oder an einem Seil oder wie auch immer, auf jeden Fall hing da eine Frau, eine blutüberströmte Frau, tot, mit lila Fußnägeln, das wusste sie noch so ungefähr, ne? Das war, muss ich mal kurz gucken, das war Georgina Payton. Das war zu dem Zeitpunkt das letzte Opfer, so. Ja, und dann ist sie, also die Lynn heißt sie, die Crack-Abhängige, Lynn Ellingson, die ist dann panisch geflohen. Und ist aber nicht zur Polizei gegangen. Wahrscheinlich, weil sie ja selber wusste, ich kriege jetzt Ärger vielleicht, weil ich Drogen genommen habe oder was weiß ich was. Ja. Oh, scheiße. Oder Leute, geht immer zur Polizei. Ja, alles reporten, wirklich. Egal was, kleinsten Kleinigkeiten. Das kann und nur weil sie das nicht gemacht hat, konnte er weitermorden. Ne? Oh, also, scheiße, Mann. Ja. Ey. Oh Gott. Überleg mal, du bist so ein Schwein, sag ich mal, und mordest darum und dann ist die einfach weg. Und du musst doch selber so denken, oh Gott, kommt jetzt gleich die Polizei? Ja. War anscheinend nicht. Da hat sie sich wohl nicht getraut. Was für ein unfassbar beschissenes Glück. Oh, also wirklich? Ja, das ist das, was ich meine. Das ist ja, genau. Ein Glück haben. Richtig. Leute. Boah. Naja, jedenfalls, die Frauen wurden dann in der Zeit schon immer vorsichtiger da in der Stadt und haben, weil er ist ja immer nachts in die Stadt gefahren, hat immer sein Charisma wahrscheinlich da wirken lassen und gesagt, komm doch mit zu mir und so. Und das über ein Jahr, über eine Zeitdauer von mehreren Jahren, mehr als 10 Jahren, wurden die Frauen halt da wirklich sehr vorsichtig. Nun hat er das dann ein bisschen klüger gemacht. Er hatte ja, wie gesagt, richtige Freundinnen. Und ich weiß nicht, inwieweit er ehrlich zu diesen Leuten war, aber er hat immer gesagt, Mensch, keine Ahnung, Freundin XY, magst du mir nicht eine Frau holen aus der Stadt? So, und dann konnte er quasi gemütlich zu Hause sitzen, während die Freundin ihm für Vorwände wie Partysex, Drogen etc. Die nächsten Opfer zu ihm gebracht haben. Ne? Das heißt, die denken, die fahren zur Party, werden dann abgeschlachtet Dings. Ne? Also, der hat wirklich da mit seinen Millionen gesessen. Und hat nur noch gewartet, dass da die neuen Opfer kommen, so ungefähr, ne? Krass, oh Gott. Das ist echt wie in einem Horrorfilm, ey. Wirklich. Wahnsinn. Denn bis Januar 2001 ist die Zahl der vermissten Frauen in Vancouver dann auch stark angestiegen. Also das waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 62 Fälle. Und die hatten dann auch gesagt, wir brauchen hier Hinweise und rufen sie an, was alles, was sie gesehen haben und so. Da gingen über 12.000 Hinweise ein und mehrere Anrufer, die bei der Polizei angerufen haben, haben dann auch den Schweinezüchter in der Nähe von Vancouver, also ihn, beschuldigt oder wahrscheinlich gesagt, der kommt mir suspekt vor, weil, wie eingangs erwähnt, er schon immer ein bisschen suspekt wohl war. Und am 1. Februar 2002 war die Polizei dann auch wirklich auf eine heiße Spur gestoßen. Weil ein LKW-Fahrer, der immer mal wieder auf dieser Farm gearbeitet hatte, in dem Trailer, der auf dieser Farm stand, in dem Trailer von dem Robert da, illegale Schusswaffen gesehen hatte. Okay. Und das war eigentlich das, was er der Polizei melden wollte oder gemeldet hat. Er hat nur gesagt, ich habe hier illegale Schusswaffen gesehen. Das ist wohl besser, wenn ihr euch das mal anguckt. Und weil die ihn sowieso schon so ein bisschen unter Tatverdacht ja auch hatten für diese Morde, musste die Polizei da recht vorsichtig vorgehen, dass sie jetzt auch einen Durchsuchungsbefehl für die Farm bekamen oder bekommen würden. Den haben sie schlussendlich dann auch bekommen. Und dann haben die während die das Anwesen durchsucht haben, einen Inhalator gefunden von einer der vermissten Frauen, weil auf dem Inhalator der Name der Frau stand. Und dann wussten sie ja, jetzt haben wir hier... Ach, gut, dass der da lag. Ja, jetzt dürfen wir hier aber auch schalten und walten. Und das hat zur größten forensischen Untersuchung der kanadischen Geschichte geführt. Bis heute nehme ich an, ja. Krass, also das hat, glaube ich, fast ganze 2 Jahre gedauert, diesen kompletten Hof von oben bis unten komplett zu durchleuchten, so, ne? Krass. Und ja, man hat tatsächlich sehr wenig Leichen gefunden, aber in einer Mülltonne wurden sie dann fündig, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Frau mit diesem Inhalator war oder einfach das jüngste Opfer, ich weiß auch nicht, ob es dasselbe ist tatsächlich. Auf jeden Fall Mülltonne auf, nur rote Plörre sozusagen drin und dann haben sie auch geschildert, ja, zerhackte Leiche, ne? Du siehst einen halb abgetrennten Kopf, ne? Oder die Hälfte eines Kopfs, da siehst du ein bisschen Gehirnmasse, da siehst du eben Körperteile und so.
Ja, und damit war er dann natürlich schon mal überführt. Er wurde dann auch mitgenommen natürlich und ja, Aussage machen und so. Da blieb er aber dann ganz ruhig und hat auch gesagt, das war ich alles gar nicht. So, und hat das ganze seine ganze Aussage auch mehr oder minder ein bisschen er blieb einfach ruhig und hat die Aussage mehr oder minder verweigert und sich versucht rauszureden, sag ich mal. Nun hatten die aber so eine spezielle Methode, mit denen sie ihn überführen wollten. Und zwar, als er in die U-Haft kam, haben sie ihm einen Zellengenossen gegeben, der in Wirklichkeit aber ein Undercover-Polizist war. Ah, okay. Und bei dem hat er dann natürlich sehr geprahlt mit dem, was er da gemacht hat auf seiner Farm und so. Ne? Ja. Oh Gott. Und das wurde dann später vor Gericht auch als Geständnis gewertet. Und das hat ihn dann natürlich überführt sozusagen. Ja. Und dann wurde er 2007 in 6 Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades schuldig gesprochen. 6 nur? Ja, pass auf, weil die weiteren 20 Anklagepunkte wurden fallen gelassen, weil er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Die konnten ihm nicht mehr geben. So. Ja, so ungefähr. Aber man kriegt doch das ist Kanada, ne? Da kriegt man wahrscheinlich nicht irgendwie 12-mal lebenslänglich, so wie in den USA. Das weiß ich nicht. Können uns die Kanadier, die uns zuhören, ja erzählen? Stimmt, wir haben ja kanadische Zuhörer. Wahrscheinlich saßen die da, ja, wir haben doch schon 6-mal. Ja. So, ja. Es reicht doch, komm. Ja, stimmt. Oh, krass, ey. Und jetzt ist ja auch fraglich gewesen, warum man keine Leichen gefunden hat. Mhm. Irgendwo müssen die abgeblieben sein. Die hat er über all die Zeit, hat er die in Hackfleisch eben verarbeitet und hat die immer wahrscheinlich zu dieser Schweineverwertungsfirma da gebracht. Mhm. Also nicht immer, aber wohl zum größten Teil. Manchmal hat er sie wohl auch woanders verscharrt, auf seinem Hof oder so. Okay. Aber er hat ja das Menschenfleisch eben mit dem Hackfleisch dann vermengt und dann eben auch. Das wurde dann halt verkauft. Also da kam dann auch im kanadischen Fernsehen, kam dann richtig so eine Ansage, so von, keine Ahnung, vom Hygieneminister, keine Ahnung. Der hat dann eben halt gesagt, ey, pass mal auf, ne, das, was ihr gerade gekauft habt, das könnte sein, dass da Menschen drin stecken. Oh Gott. Ne? Ja. Oh, also das war genau, was bei uns 2007 der Pferdeskandal war bei denen halt zum damaligen Zeitpunkt. Denn der Menschenfleisch. Skandal so ungefähr. Ne? Pferdeskandal. Ja, überleg mal, das sagte Bekannte eines Mordopfers, die hatte ihre Freundin angerufen oder ihre Mutter oder so, und die sagte auch, lass das Fleisch liegen, falls du es gekauft hast. Es könnte sein, dass Marie, ausgedachter Name jetzt, deren vermisste Person, es könnte sein, dass Marie da drin steckt, in dem Burgerfleisch oder sowas, ne? Also. Boah, nee, ey, so abgefuckt. Ja. In allen Fällen. Also so, ob du das Fleisch jetzt gekauft hast, ich werde noch Vegetarier hier mit unserem Podcast. Ja. Ey, das ist echt heftig teilweise. Und wie gesagt, das sind ja nicht die einzigen Fälle. Wir haben ja so viele gefunden. Ja, es wird ja noch mehrere Folgen geben mit den Themen, so, weil es einfach so viele gibt. Aber gerade dieses, also, wie wir ja beim letzten Mal hatten mit dem Kannibalen von Rothenburg, dieses, dass er jetzt selber essen wollte, um die Leute in sich aufzunehmen und irgendwie bei sich zu halten und so. Das ist ja die eine Sache, aber dann auch dieses andere da noch mit reinziehen, indem du sie das essen lässt, ist halt auch nochmal so, das ist nochmal so ein ganz anderes Level dann abgefuckt. Ja. So. Wow. Und dann habe ich aber wieder, dann beobachte ich uns so wieder hier beim Podcast und denke mir so, wir sind total geschockt deswegen, natürlich, so klar. Schockierende Fälle. Aber dann ist wieder so, wie ist denn das jetzt moralisch mit Tieren? Weißt du, also generell Fleisch zu essen, man ist so schockiert, wenn es um Menschen geht und Kannibalismus ist so, aber Tier, Massentierhaltung und so, alles easy oder was? Also ja. Das ist halt, ne? Wie ist da so die moralische Frage so, ne? Das ja, halt, also witzigerweise, also gar nicht auf den Podcast bezogen, als Recherche habe ich letztens ein Video gesehen von einem Überlebenskünstler. Und das war so ein YouTube-Video, der hat Szenen aus verschiedenen Überlebensfilmen sozusagen, Survival-Filmen aus Hollywood so besprochen, sag ich mal. Und es gibt ja diesen Film Alive, wo die auf dem Berg da abstürzen und dann die Toten essen müssen oder in Anführungszeichen müssen sozusagen. Und da sagt er auch, wenn sie kurz vorm Verhungern sind, wenn ich jetzt die ekligste, das ekligste Fleisch essen würde, aber sie wissen, das ist irgendein Tier, dann würden sie sofort sagen, das will ich auch, gib mir das her. Gib mir das und ich esse das sofort. Wenn ich ihnen jetzt sage, das ist aber Menschenfleisch, dann ist da irgendwie was im Mensch, in der Psyche, dass die dann sagen, okay, dann nicht.
Ja, ne? Also das hatten wir ja schon bei der Kannibalenfolge so, ne? Ob man das jetzt machen würde. Ja, ich kann mich nur daran erinnern, ich weiß, in der Schule habe ich mal mit meinem Philosophielehrer, weil da ging es genau um diese Thematik. Ja. Da hat er gesagt, ich würde niemals Menschenfleisch essen. Mhm. Ich sage, ja, folgendes Beispiel, Absturz, bla bla bla, kennen wir alle. Da doch. Mhm. Nee, würde ich nie. Mhm. Und da habe ich damals immer so gesagt, das ist doch großer Quatsch. Mhm. Wenn man kurz vorm Verhungern ist, wird man alles essen, um zu überleben. Ja. Aber anscheinend ist es ja irgendwie nachgewiesen worden durch irgendwelche Tests oder wie auch immer, dass das ja nicht der Fall ist. Ja. Also. Aber warum schockiert uns das? Also warum schockiert uns ein Burger Patty aus Menschenfleisch mehr als ein Burger Patty aus Tier? Warum ist das okay? Warum kann man einem Kühlregal voller Leichenteile vorbeigehen? Ja. Und das juckt uns null, also in den meisten Fällen natürlich. Und man muss dazu sagen, die Tiere haben vorher noch ein wesentlich schlechteres Leben. Ja, ne? Richtig, genau. Aber wenn das jetzt ein Kühlregal bei Lidl voller Menschenteile wären, das wäre ein Riesenskandal. Ja. Warum? Das ist ja eigentlich irgendwie total bescheuert. Eigentlich schon. Das ist wieder, es ist halt einfach nur diese Normalität, mit der man so groß wird, ne? Ja, und ich glaube, das ist, weil wir uns auch immer so ein bisschen, also ich sage jetzt als Mensch halt allgemein, uns immer so ein bisschen über Tiere stellen, was falsch ist, finde ich natürlich, aber ich glaube, es ist einfach in unserer Psyche so ein bisschen drin, so, dass bei Tieren ist es okay, bei uns geht es nicht. Ich nehme eine Beerdigung. Da wird ein Sarg runtergelassen, bei der menschlichen Beerdigung, sagen wir mal, wird jetzt klassischerweise ein Sarg runtergelassen, die Leute werfen Blumen und Erde da drauf und stehen da und es wird eine Rede gehalten, ja, wenn der Hund eingeschläfert wurde. Dann wird ein Loch im Garten gegraben und wird vielleicht auch mal nochmal was Nettes gesagt, so, aber, ne? Da wird nicht die ganze Familie eingeladen. Es müssen ja noch nicht mal Menschen sein. Also es reicht ja schon, wenn man mir erzählt, dass mein Burger Patty aus einer Katze besteht, dann ist Feierabend für mich. Mhm. So, aber Burger Patty aus Beef oder so, das ist okay. Das ist ja auch schon so eine Doppelmoral, die mich eigentlich auch selber total ankotzt, dass man die hat. Ne? Ja, ja. Nicht, dass ich dafür bin, dass man Menschen essen sollte oder so, überhaupt nicht. Aber ich finde halt, diese Doppelmoral finde ich halt trotzdem irgendwie schwierig. Ja, so, das und ist die das wird einem halt erst bewusst, wenn man sich mit solchen Themen irgendwie auseinandersetzt. So, ne? Wie, ja, das ist, wie heuchlerisch das eigentlich ist. Ja, so. Weil morgen steht man wieder beim Kühlregal und denkt sich, oh, Chili con Carne. Ja. So ungefähr. Ja, also das stimmt schon. Das bin ich ganz bei dir. Das ist, ja. Ja, das ist obwohl, halt, ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Bericht lese über wie schockiert oder wie schockierend Tierlieferungen sind sozusagen, wenn irgendwie Kühe irgendwohin transportiert werden, dann lässt mich das auch wirklich wütend werden. Ja, so, ne? Total, definitiv. Aber man beschäftigt halt auch schneller sich zu wieder wenig damit. Ja, richtig. Das ist halt das. Man beschäftigt sich wirklich leider zu wenig damit. Das ja sollte man viel, viel mehr machen eigentlich, ne? Damit man wirklich auch sieht, was da passiert eigentlich. Und wie du sagst, den Tieren geht es viel, viel schlechter als vielleicht den Menschen, die jetzt in unseren Geschichten vorher also gelebt haben, ne? Also das ist schon ein Unterschied. So. Die haben ja ihr ganzes Leben, verbringen sie ja so. Ja, richtig. Schon traurig irgendwie. Ja. Ja, krass, ey. Das ist nicht schön. Nee, definitiv nicht. Also ich weiß noch, also auch wieder bei den Tieren, ich war ja auf einer Schweinefarm, in einer ganz schlimmen Schweinefarm in Australien, wo sie wirklich die Tiere nicht gut behandelt haben. Also ich war auf zwei Schweinefarmen, die zweite, wo ich war, die war super, die hat die Schweine richtig gut behandelt, sag ich mal. Aber die erste, das war halt wirklich, es gibt ja diese Elektrostäbe, mit denen man eigentlich Bullen, glaube ich, einen Elektroschlag versetzt, weil für die ist das ein ganz anderes Empfinden. Mhm. Schweinehaut ist halt wie Menschenhaut. So ist, und die wurden damit halt in diesen Transporter, der die zur Schlachtbank führen sollte, wurden die da reingetrieben. Ne? Und du hast sie nur schreien gehört. Dann sollten die von Stall zu Stall geführt werden. Ja, geführt. Mhm. Da läuft einer, der keine Geduld hat, so ungefähr, und ein jähzorniger Typ ist, den irgendwie hinterher. Das eine Schwein hat schon ein gebrochenes Bein hinten so, ne? Das eine Tier ist verreckt. So an Herzversagen, glaube ich. Das hatte so eine Panik, dass das, wo ich so dachte, schläft das jetzt? Oh, nee, das sieht nicht so aus, als ob das schläft, ne? Also das war eine ganz, 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 ganz fürchterliche Also Farm. Ich glaube, die meisten Menschen fühlen bei solchen Geschichten auch wirklich definitiv mit. Also ich glaube, man muss nicht immer irgendwie mit menschlichen Beispielen kommen, wenn Leute denken, wie schrecklich das ist. Nee. So, ne? Ich glaube, die meisten fühlen da definitiv mit, aber es wird halt so wenig thematisiert, was auch so bei so Massentierhaltung und so abgeht und so. Ne? Also wenn ihr Fleisch esst, greift entweder auf vegetarische Alternativen zurück oder kauft euer Fleisch irgendwo bei guten Schlachtern, wo ihr wisst, die Tiere werden zumindest gut behandelt. Genau, ja. Also, aber es ist krass. Also ich glaube, deswegen, wegen diesem Kontrast oder weil das halt so, weil das so eine Grenzüberschreitung ist. Also Menschen zu töten ist die eine Sache und wir haben ja viele blutige Fälle und so und man hört ja auch viel, also
ich beschäftige mich viel mit True Crime und so und lese ja viel, aber diese Fälle, wo dann Leute ja zu so Essen verarbeitet werden, die schocken halt echt am meisten irgendwie. Oder wie bei Ed Gein zu Deko oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, und das war bei diesem Robert Pick nämlich auch am Ende. Mhm. Der hat am Ende auch irgendwann angefangen, weil der wurde in seiner Arbeit auch immer brutaler. Mhm. Und der hat irgendwann angefangen, Hände, Füße und Köpfe in Plastikeimern in seinem Schlachthaus oder in seinem Kühlhaus aufzubewahren. Warum? Ja, aber es gibt auch Leute, die hängen sich Rehschädel oder Hirschschädel an die Wand. So, ist das was anderes? Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt, natürlich ist es was anderes. Ich wollte gerade sagen. Natürlich. Aber so jetzt moralisch gesehen, ist es auch genauso krank, sich einen Tierkopf an die Wand zu hängen. Das finden wir vielleicht nicht, aber wir es kennen so. Also, wenn man es irgendwie kennt. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es doch genauso krank eigentlich. Ja. Man hängt sich trotzdem eine Leiche an die Wand, ne? Also es ist natürlich irgendwie schon was anderes, aber ja. Aber bei dem Tier ist es ja auch immer noch so, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, bei so einem Elchkopf muss das ja auch sein, die werden ja sogar noch mal extra ausgestopft und alles. Ja, ja, ne? Das ist ja also, schon so, also man hängt die ja nicht frisch blutend einfach nur an die Wand. Ich wollte gerade sagen, da kommt dann wieder Karl Tänzler mit seinem Handwerk durch. Also Taxidermie wird ja viel gemacht, so, ne? Und ja. Es ist, ja, wird, weiß ich nicht, also finde ich jetzt auch nicht so. Also es ist cool, ist es auch nicht. Ich finde es auch nicht ästhetisch, ich finde es auch nicht schön, da irgend so einen Bärenkopf oder so an der Wand zu hängen zu haben. Es ist halt nur normaler, weil man das schon wirklich aus den tiefsten 1960er Bugs Bunny Comics kennt, als Kind so ungefähr, ne? Ja, aber wenn man das jetzt mit der, weiß ich nicht, Großmutter kennen würde, dann wäre es auch normal, weißt du? Also ich sag mal so, die ganzen Kannibalenstämme irgendwo im Dschungel, die sagen sich, ja, so what? Ja, also es gibt ja auch, es gab ja auch diesen Stamm aus der einen Folge, die das ja auch aus guten Gründen machen, so Kannibalismus. Ich glaube, das ist immer, womit man halt groß wird, ne? Ja, aber richtig. Das ist halt schon krass. Also so, ich denke mir immer nur, ich habe mich die ganze Zeit versucht, in diese Leute reinzuversetzen, die dann plötzlich halt wirklich merken, okay, ich habe Menschenfleisch gegessen. Was machst du dann? Also was machst du dann? Du kannst ja nichts machen, es ist ja durch. Glaubst du? Meinst du, du würdest das einfach so aussitzen? Vergessen, also einfach wegignorieren? Soll ich Desinfektionsmittel trinken? Dann kannst du ein Tagebuch einschreiben. Ja, muss man ja. Also es ist ja... Oder sagen wir mal so, wie lange bleibt das im Kopf? Weil du natürlich über alles, was du so machst und tust im Leben, denkst du nicht jeden Tag nach. So. Und so genau, auch wenn du weißt, dass du... Meinst du, wenn du jetzt so einen menschlichen Patty-Burger da gehabt hast, so ungefähr, dass du in 20 Jahren immer noch jeden Tag drüber nachdenken würdest? Ach, vor 20 Jahren der Cheeseburger aus Ulf. Lecker. Ich glaube, doller, wenn ich einen Namen dazu hätte. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich sitze Sonntagmorgen, lese die Zeitung und weiß, ich war letzte Woche in dem neuen Restaurant, was da eröffnet hat und komischerweise seit einer vorher nur eine Woche gehalten hat und jetzt zugemacht hat. Und ich sitze da und lese das und habe dann die Namen dazu. Ich glaube, dann würde mich das länger verfolgen, als wenn ich keine Namen hätte. Aber ich glaube, es würde lange hängen bleiben. Das glaube ich schon. Ich glaube, ich würde da sehr, sehr lange und sehr, sehr oft drüber nachdenken. Okay. Auch wenn es nicht meine Schuld ist. Man kann es ja nicht wissen, dass es passiert. Ja. So, ne? Aber es ist trotzdem, das würde mir... Wie lange hast du denn überlegt, ob du ein Pferd gegessen hast? 2007. Boah, das war jetzt zu lange. Ja. Also nicht mehr bis heute zumindest. Nee, nicht mehr bis heute. Aber das ist nicht so lange hängen geblieben, tatsächlich. Aber ich glaube, das würde schon... Ich würde mich einfach eklig fühlen. Ich würde es wie bei diesem Robert Picton am schlimmsten fühlen, wenn ich denken würde, das ist jetzt sogar noch die Person, die ich selber als vermisst gemeldet habe. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, meinen eigenen Bruder zum Beispiel vermisst melden würde und dann denken würde, habe ich den gerade gefuttert? Oh, so die Freundin oder so, ne? Ja. Oh, nee. Hm. Ja, das wäre natürlich der allerschlimmste Supergeil, wenn es ein Verwandter ist. Ich glaube, dann würde ich auch sehr lange drüber nachdenken. Ich würde irgendwie denken, wenn das ein random Dude wäre, würde ich auch nicht so schnell wie das Pferd, aber schneller wieder vergessen, ja. Ich würde erstmal kotzen gehen. Das wäre meine allererste Amtserfahrung. Wenn ich das wissen würde, würde ich erstmal 1A kotzen gehen. Ja. Und dann würde ich ganz, ganz lange mir die Zähne putzen. Aber hast du nicht die in der Kannibalenfolge gesagt hat, du würdest das probieren wollen? Ja, aber das ist ein anderer Umstand. Ich habe gesagt, wenn jemand wie der Bernd Brandes das unterschrieben hat und das will, dass das jemand ist. Und was ist denn, wenn das alles jetzt geklärt ist, legal und offiziell, dann ja. Also wenn das jetzt dein schlimmster Todesfeind gewesen wäre aus der
Fleischerei picken. Alles, was unfreiwillig ist, das hätte ich nicht gemacht. Ja, okay. Du musst mir ein Steak geben von jemandem, der das wirklich, wo ich weiß, der wollte das so. Ja, okay. Und es ist okay, dass ich das probiere. Dann würde ich es probieren aus Neugier. Aber so, nee. Wenn sie nicht freiwillig gestorben sind, nee. Auch wenn es jemand ist, den ich nicht mag. Ja. Wenn ich ihn nicht mag, dann mag ich ihn wahrscheinlich auch nicht essen. ja, das war's auch schon wieder mit unserer blutigen Folge für heute. Die gefallen mir bisher am besten. True-Crime-Dinger. Ja, mir auch tatsächlich. Wie gesagt, soll auch nicht die letzte gewesen sein. Wir haben noch einige True-Crime-Fälle im Petto. Nicht immer mit Kannibalismus, aber auch mit anderen. Mit anderen Weirdos. Genau, nächstes Mal soll es mal wieder paranormal zugehen. Richtig, genau. Und genau, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Was meint ihr? Meint ihr, diese Fälle sind so passiert? Die Leute sind tatsächlich gegessen worden? Oder meint ihr, das ist Quatsch? Hat Karl Großmann seine Opfer wirklich zu Fleischwaren verarbeitet und verkauft? Und könnt ihr euch das vorstellen oder nicht? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Gerne, gerne. Genau. Und was sollen sie machen? Wie liken, immer, teilen, liken, sharen. Subscribe, share, abonniert. Alles Mögliche. Volles Programm. Richtig, genau. Und ihr könnt jetzt neuerdings bei Spotify auch raten. Richtig. Also, das wäre total toll, wenn ihr uns ein Rating da lasst. Da würden wir uns drüber freuen. Oder uns schreibt, wie toll ihr uns findet. Ja, also dürft euch uns gerne, wie immer, bei Instagram und sämtlichen Plattformen gerne schreiben. Wir freuen uns tierisch über Feedback und auch wie immer gerne Vorschläge zu Themen abgeben, falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder so. Das berücksichtigen wir. Anregung, Kritik ist alles erwünscht. Richtig, das berücksichtigen wir sehr, sehr gerne. Richtig. Genau, Goodie. Damit verabschieden wir uns. Es wird dunkel draußen, ich bin nach Hause. Ja, genau. Genau, dann sagen wir schönen Abend noch oder Tag oder wie auch immer, wann ihr uns gerade hört und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Bye, bye.